Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 und diesmal beim großen Preis von Mexiko, in Mexico City. Qualifying habe ich wie immer schon beendet. Lief sehr gut, habe wieder die Pole Position geschafft. Aber wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, heißt das natürlich noch nichts. Also warten wir lieber das Rennen ab. So, wie ihr seht, sollen wir das Rennen auf Platz 2 abschließen und Sebastian Vettel besiegen. Die Rivalität gegen Sebastian Vettel habe ich auch gewonnen. Dann ein paar Punkte endlich mal dazu bekommen. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich mal das Rennen. Und los geht's. Die Formel 1 war zwar 23 Jahre lang nicht zu Gast in Mexiko, doch nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr fühlt es sich so an, als ob sie nie fort war. In Mexiko ist der Grand Prix mehr als nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Geschwindigkeit und des Mutes. Die Stimmung im Stadion ist nicht zu übertreffen, dagegen kommt selbst der Lärm der Rennwagen nicht an. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen, die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Und unter dem gewaltigen Jubel der mexikanischen Fans darf ich Stefan Römer begrüßen. Willkommen auf dieser historischen Strecke zu diesem großartigen Ereignis. Wenn du die Leidenschaft dieses Landes für den Sport siehst, ist es schwer zu glauben, dass die Formel 1 so lange nicht in Mexiko war. Es ist fantastisch hier zu sein und ich kann nur hoffen, dass das Rennen der Feierlaune hier gerecht wird. Das ist eine wirklich schnelle Strecke. Wir sind hier 2000 Meter über dem Meeresspiegel und aufgrund der Höhenlage erreichst du auf der Geraden hier Geschwindigkeiten wie in Monza. Und gleichzeitig hast du in den Kurven weniger Abtrieb, wodurch die Strecke sowohl für die Fahrer als auch die Ingenieure wirklich herausfordernd wird. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen, dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Ferrari startet also von der Pole und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Rosberg, Daniel Ricciardo und Grosjean. Verstappen, Gutierrez, Sainz Jr. und Felipe Massa. Perez, Kvyat, Jenson Button und Alonso. Hülkenberg, Wehrlein, Rio Hayanto und Valtteri Bottas. Magnussen und Palmer. Felipe Nasser und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, da sind wir auch hier. Schauen wir uns mal unsere Rennstrategie an. So, Strategie sieht vor, mit superweichen Reifen zu starten, dann auf weiche Reifen zu wechseln und dann auf Mediums. So, oder zweimal superweich und zweimal soft. Unterschied ist nicht groß wirklich. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei zwei Stops. Ja, wir bleiben bei zwei. Gut, dann würde ich sagen, starte ich das Rennen. Ich wünsche mir viel Glück und ich wünsche euch viel Spaß. Start war ganz okay. Bleibe vorne. Ein paar Informationen zu Wehrlein. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er
geht eh nicht gut. Hey. Am Minotaur. Ich bin vorne. Er hat mich doch überholt, sucht er doch gar nicht. Was ist denn hier? Schiebung! Ja, ist klar. Das ist ja unfair. Ah, das geht ja gut los hier mit Safety Car. Gleich einen Platz verloren. Ich hier am Milton. Da uns ist Viertel. Können wir auch mager machen. Ja, da muss ja am Start ordentlich was passiert sein. Wenn wir uns den Start auf jeden Fall nochmal angucken. Was da wohl passiert ist. Wehrlein ist ja gleich rausgeflogen. Also muss da wohl irgendeine Kollision stattgefunden haben. Hoffen wir mal, dass Safety Car nicht so lange draußen bleibt. Aber das ist ein Hamilton, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also, ja. Hätte mich doch gar nicht überholen dürfen eigentlich. Ja. Den kriegen wir schon wieder. Hoffentlich geht das Safety Car jetzt rein. Aber das sieht nicht so aus, sonst ist es glaube ich schon angesagt. Gibt noch eine Runde. So, bin ich mal gespannt, wie der Restart gleich läuft. Reifen sehen gut aus, Reifenabnutzung, Temperatur ist auch gut, alles im grünen Bereich. Wo war denn der Boxenstopp eigentlich geplant? In der 6. bis 8. Runde, ist auch nicht mehr weit entfernt jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es 60 Grad noch eine Runde drin bleibt. Jo. Komm, Safety Car. Go rein! Für Racing! Boah, ich bleib immer noch draußen. Gibt's doch nicht. Ach, Leute.
Und noch eine Runde. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Na komm, lass mal hören. Runde 4. Geht ja auch. Ja, ich hab bereits gedrückt. Oh. Naja. Also den Boxtopf vorziehen. Ja, warum nicht? Also jetzt rein, ne? Oder? Auf 6 bis 8. Jo, schon 4 und Safety Car und Medaille. Hoffentlich kommt jetzt endlich die Ansage. Safety Car kommt in, ja, endlich. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Endlich. Mir Spielchen. Jetzt geht's los. Position verteidigt. So, ein schöner Windschatten hier. Kriegen ihn gleich in der ersten Kurve. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Schönes Ding. Yes. Oh, das war zu weit. Bremst. Ich werde gleich den ersten Platz verlieren, weil wir gleich in die Box fahren, aber das ist natürlich nur temporär. Gucken, was wir jetzt hier für eine Chance haben noch. Das ist die Frage, gleich reinfahre. Aber die Reifen sehen eigentlich noch gut aus. Also werde ich, glaube ich, noch auf jeden Fall eine Runde drin draußen bleiben. Denke schon. Und das, ich komme hier kaum noch rum irgendwie. Komisch. Ja, jetzt mal versuchen ein bisschen abzusetzen. Schon wieder über den Rasen gefahren. Erlaubt. Ah, fast ausgeworfen. Ah, gleich. Ich werde noch eine Runde fahren. Oder ein Vettel an die Box fährt. Ach komm, ich fahr. Ich fahr jetzt rein. Wo ist das hinter mir? Okay, hier nochmal noch soft.
Was ist nochmal? Ich kriege es oft. So, wo kommen wir raus? Ganz hinten. So. Sehr schön. Das ist doch schön. Wir gut gebrauchen hier. Geht aber wieder nicht. Nur aufpassen, nicht den Flügel kaputt machen irgendwie. Gerade bei den langsamen Autos hier. Ich habe schon gesehen, im letzten Rennen, das kann sehr schnell passieren. Careful, careful. Oh, da geht schon los. Zack, bremsen die ohne Ende hier. Scheiße. Nein! Oh, was mache ich denn da? Falsche Kurve gedacht. Das war ja total dämlich. Ich hatte so eine... Oh, ich dachte, es geht noch wesentlich weiter. Scheiße. Sorry. Das war nicht beabsichtigt. Na also komm, wir machen nochmal hier ein Flashback. Mussten wir leider schon mal. Ich bin ja noch ein Anfänger. Man sieht aufgrund der Fehler hier. Habe ich völlig eine völlig falsche Gerade gedacht. Hätte ich natürlich nie überholt. Safety Cars hat mich irgendwie rausgebracht. Ja, komm weg hier nach. So. Sehr gut. Also, ja, wie er heißt. Oh, Himmel, das sind Orts. Aber aus dem Windschatten raus hier. Ja, Trick 18,5. Klappt. So, wieder DRS. Mit Hamilton im Nacken. Risikoreich da zu überholen. Ja. Magnussen hält jetzt Hamilton ein bisschen auf. Sehr gut. Boah, Alter. Geht langsam hier. So, jetzt gleiche Kurve wieder. Aufpassen. Nächster weg. Oh, hinter uns ist Sebastian. Sehr gut. Das reicht noch nicht. Oh, Kollege, was bremst du denn hier so doll? Mann! Was soll denn das denn? Mann. Ich stehe das nicht hin. Scheiße.
weiß nicht, ob das gut war jetzt. Nummer 19 endlich. Mal gucken, ob wir jetzt Zeit verlieren auf Hamilton oder nicht. Im Moment sieht es mit den Flügeln noch ganz gut aus. Aber ich bin schon, glaube ich, deutlich langsamer. Scheiße, nicht schon wieder. Ja, dann kommen sie zu. Das letzte natürlich raus. Oh, was ist das denn jetzt? So, ich hoffe auf Platz 1, okay. Ja, gleich ein Durchfahrtsstrafe noch. Natürlich auch ätzend jetzt wieder. Die fighten da ordentlich. Ich wusste, ich wäre schon wieder reingeknallt, ey, weil die so in die Eisen gehen. Ja, das ist echt nicht, ey. Ja, mal gucken, ob wir da noch vorbeikommen, aber ich möchte nicht. Sonst Manöver auch nicht. Das lassen wir lieber. Na komm, fahren wir jetzt rein, bringt sowieso nichts. Das noch aufzuschieben. Rossberg ist auf 19.
Ach ja, da hat er irgendwas. Stimmt. Da bin ich mal gespannt. 23 Runden noch. Der ist sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber ich find's. Scheiße. Das ist total gekürzt. So, letzter Boxenstopp. Haben wir in 12 Runden. Zeit. Den brauchen wir aber auch. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Nur das gleiche, ich weiß auch nicht. Jedes Mal passiert hier irgendwas. So, ich würde ja mal interessieren, wo unser Teamkollege ist, weit entfernt. Status Teamkollege. Sebastian auf D3, okay, Abstand zum Teamkollegen 34,9 Sekunden. 22,8, okay, eine Sekunde schneller. Den haben wir, den Ericsson. Sony Ericsson. Haben wir. Ja. Ein bisschen schlechter. Sehr viel schlechter als unsere letzte Zeit. Aber das können wir wohl nicht mehr erwarten, den Schaden, den wir hatten. Und nicht, dass der komplett behoben wurde. So, Platz 17. Ja, war nicht toll. Thank you.
Aber wir haben auf jeden Fall nur noch einen Boxenstopp, ist ja auch schon mal was. Vor uns haben wir auf jeden Fall gleich ein DRS-Fenster. So, das DRS kommt. Gibt Stoff. Und auch DRS. Da komme ich an beiden vorbei. Ist die Kampflinie. Ach, Glück gehabt. Jetzt nochmal DRS, Platz verteidigen. Vor uns haben wir Platz 13 und 12. Können wir auch wieder kriegen. Ein DRS-Fenster. Können wir bekommen. Auf jeden Fall dran. Ein paar Mount-Variante. Mal gucken. Leider diesmal nichts. Super langsam hier der Typ, ey. Oh, aber eng hier. So, den haben wir. Stark in die Eisen, ey. Boah. Wahnsinn. Nix da. Bleib auf dem Gas. Dann. Sollten wir das schaffen, auf jeden Fall. Den haben wir auch. Oh, hoffentlich. Dass wir verbremst. So, Bottas ist vor uns. Schön, Leute, die trocken halt irgendwie. So, Bottas sind wir auch dran. Und Button. Sehr schön. In die Box, also stark gebremst. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7 Sekunden. Okay, kriegt trotzdem DRS.
Bottas Button ist auf Platz 6, das ist auch recht eine Box gewesen. Sehr schön, gut für uns. Und schön nach vorne. Aufpassen. Mal sehen, bei der Schikane hier so in die Eisen steigen. Sehr schön. Kommen wir besser raus. Und haben ihn damit auch kassiert. Sehr schön. Schön. Damit haben wir Platz 6 schon. Das ist sehr gut. So, Status Teamkollege. Sebastian auf dieser Seite. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 32 Sekunden. 32 Sekunden noch? Boah, so viel, ey. Wahnsinn. Den noch einhole. Statusbericht. Du bist auf T5. Ocon liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Noch 16 Runden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,7 Sekunden. Und 4 Runden ist schon das Boxenstoppfenster. Wahnsinn. Ich fürchte, dass das nicht nochmal was wird. Ja, neuer Kader, Teamkollege ist echt weit weg. Der leicht gelbliche Punkt. Also nicht ich, sondern ich bin leider voll gelb. Sebastian ist der ganz leicht gelbe. Also zwei Autos vor mir. Gut, schauen wir ab. Schauen wir mal ab. Schauen wir mal an. Fahren wir es mal ab. Eigentlich. Wenn wir Glück haben, kommt nochmal eine Safety Car Phase, eine richtige. Da müssen wir nochmal deutlich rankommen. Mal schauen. Wenn nicht, dann müssen wir das Beste draus machen. Okay. Noch 2:25 bis 31. Okay, dann noch Zeit. Wo ich in der 50K-Phase auf Mager gegangen bin, habe ich nämlich ganz schön Benzin überschritten. Kann ich nämlich die ganze Zeit mit Fett fahren, was natürlich bessere Zeiten hervorruft. Ja. Ich kriege noch nicht so richtig in die Kurve hier. Mal wie die, aber es ist erlaubt.
Aber gut. Wir haben Zeit verloren. So, 6 Sekunden pro Bajan. Den vierten Platz jetzt. Das ist einer in die Box. Scheinbar. Da ist Grosjean, ich sehe ihn. Sehr schön. Also ein Treppchen. Ach, ich wollte gerade sagen, ein Treppchen könnte drin sein. Also wir müssen ja nochmal in die Box. Natürlich auch dann. Ja, scheiße. Mal gespannt. Jetzt würden wir Rang 9 aus der Box kommen. Oh, das ist natürlich offen. Passt mir gar nicht. Jetzt in die Box zu fahren. Aber noch haben wir ein paar Runden, die ich fahren kann. Ich kann auf jeden Fall noch 6 Runden fahren, wo ich bin. Das ist erst in der 31. spätestens rein. Also muss ich diese Runde umfangen? Nee. Weiß ich nicht. Ich würde diese noch Strafe an, aber das kann nicht sein. Aber noch Zeit. Zeiten sind, glaube ich, ganz okay. Mediums sind auf jeden Fall langsamer als die Softs. Ja, klar. Würde ich wissen. Sehr gut. Marco Jean scheint sich hier auch sehr gut halten zu können. Der ist ja sonst nicht hier vorne zu sehen. Ja, Respekt für Grosjean. Strecke scheint immer zu liegen. Also auch ziemlich schnell eigentlich. Also richtig wann? Ich noch nicht hier. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Ja, also mal nach Reifenabnutzung gucken und die macht sich jetzt auch schon bemerkbar beim Fahren. Hier komme ich, glaube ich, auch nicht so richtig wann.
Statusbericht. Rein. Ich will lieber neue Reifen haben. Jetzt habe ich hier gar keine Chance. So Jungs, jetzt bitte schnell einen Boxenstopp. Zack, zack. Sehr schön. Ach ja, weiche Reifen kriege ich ja. Oh, das hätte ich mal gleich reinfahren sollen. Wenn du jetzt 3 Sekunden und mehr verschenkt. Platz 5, sehr gut. Platz 6 jetzt. Den behalte ich aber, Platz 6. Der Mediums verstoppen. Jetzt schon kriegen, ja, sehr schön. Schön anbremsen. Nur ist gut. Wir müssen aufholen. 3 Plätze. Abstand zu Paris. Oh, Abstand zu Paris sind 5 Sekunden. Status Teamkollege. Das ist wesentlich langsamer gerade als ich. So, ob das noch reicht. Nochmal 7 Runden noch. Ich fürchte nicht. Außer er muss nochmal in die Box, aber das glaubt ihr weniger. Ja, schnellste Runde, sehr gut. Sehr schön. 3 und da eben 1,23 gesagt bei Vettel. Das wäre natürlich geil. Fahren wir nochmal. Status Teamkollege. Ja, sag was. Doch 1,23. Okay. Ist klar. 23 Sekunden natürlich noch ein Brett. Also das ist bei fast 3 Sekunden. Das ist schwer. Scheiße. Nein, ich wusste es. Ah, verdammt. Ah.
das war's. Scheiße. Ah, selber schuld. Viel zu viel geschnitten hier. Ach Mensch. Naja, aufs Podium kommen wir auf jeden Fall. Wenn wir nämlich gleich haben. Und davonfahren auf jeden Fall. Ich bin noch zu weit raus. Oh, komm, fahr. Von, oh, ist ja groß. Wir müssen auf jeden Fall 3 Sekunden zwischen uns und den Hintermann bringen. Aber das werden wir, denke ich, schaffen. Wir sind auf jeden Fall schneller. Wesentlich schneller. Ne, Vettel werden wir nicht mehr kriegen. Da holen wir nicht genug Zeit auf. Sehr schade. Dadurch einen dummen Fehler. Flügelschaden. Immer wieder das gleiche mit den Flügeln. Sehr, sehr schade. Voran an Sebastian, aber dafür ist nicht mehr genug Zeit, da noch richtig ranzukommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als 2 Sekunden zu Perez. Sehr gut. Das sollte das Minimum auf jeden Fall sein. Boah, jetzt kommst du hier einen richtigen Leck, Alter. Boah, was das denn? Computer kurz gestoppt. Ups, so. Die Distanz 4 Minuten wird es
10 Minuten. Oh, schade. Das wäre natürlich jetzt noch gewesen. Hätte mir natürlich in die Karten gespielt. Aber da ist das Rennen schon vorbei. So, letzten zwei Runden. Am Treppchen sollte man, denke ich, auch zufrieden sein. Die schnellste Runde gefahren, also es war auf jeden Fall erstes Platzniveau da drin. Aber wieder durch ein paar Fehler von mir und den Flügelschaden, wo wieder einer zu früh gebremst hat. Oder sehr früh bremst. Standard, dass wir hier noch den Benzin ausfallen. Ja, ich hole schon sehr auf, aber das reicht leider nicht. Schade. Bis auf 12 Sekunden runter. Ja, schade. Ja, mal fett machen. Ja, egal. Aber oh, Standard. Ist vorbei. Ich fette leider nicht mehr. So, und da kommen wir auch schon zur letzten Schikane. Hören wir auch nicht weit vorne. Ah, wenigstens Teamsieg auf dem Treppchen. So. Hm. Gute Arbeit, du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Ja, aber leider nicht das erreicht, was ich wollte. Aber ich denke, es ist okay. Beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ich niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel 1. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfahrer. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz hoch. So, wir haben wirklich Platz 3 geschafft, trotz der Zeitstrafe. Glück gehabt. So, das gibt uns schon 15 Zähler. Das heißt, wir sind auf jeden Fall vor Daniel Ricciardo.
wieder. Naja, also wir waren wieder ziemlich weit hinten, von daher bin ich mit der Platzierung eigentlich ganz zufrieden. So, erster Platz gestartet oder ans Ziel. Ja, natürlich nicht das, was man sich erhofft, keine Frage, aber ich bin zufrieden. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Wiederholung an, weil ich will den Start auf jeden Fall nochmal sehen, was da passiert ist. Ein guter Start von uns. So. Oh, da geht's ab. Da geht's ab. Mal zurück. Mal Kameraperspektive. Mal ein bisschen weiter nach hinten. Oh, da ging's ab. Da ging's ab. Was habt ihr da denn gemacht? Männer Racing hat sich zusammen abgeschossen oder was? Was ist da passiert? Ist jetzt eng. Oh! Das ist natürlich jetzt auch bitter. Und dann zack, verkeilen sie sich. Da haben Haken zusammen. Zack. Schiebt er ihn weg, bumm. Oh. Natürlich ärgerlich. Das rechtfertigt natürlich ein Safety Car. So. Jetzt will ich nochmal sehen, was hier jetzt war. Ich war ziemlich langsam. So, Hamilton kommt. Durch mich durch. Zack. So, dann muss ich ihn vorbeilassen. Bumm. So. Spur nochmal vor, will mal sehen, was hier genau passiert ist. Lange Safety Car Phase. Jetzt geht Safety Car raus. Ich bin wesentlich schneller als Hamilton, sieht man hier auch. Ich kann ihn ausbremsen. So, ich spring mal vor. Ich glaube, ich jetzt an die Box. Nee, jetzt noch nicht. Hier sieht man, wie ich schön von Hamilton absetzen kann. Da sieht er mich schon gar nicht mehr richtig. So, will ich jetzt an die Box fahren. Genau. Hamilton ist vorbei. Und Hamilton ging auch rein. Okay, so interessant. Das ist auch interessant. Warum stehen wir eigentlich nicht vorne? Vorher mit mir raus. Jetzt haben wir eigentlich noch alles okay. Bis ich mir den Flügel angefahren habe. War das hier schon? Nein, da noch nicht.
bin auch vorsichtig gefahren, wenn ich noch nicht reinfahre. Das hier ist gleich passiert, zack. So, mal gucken, also ich finde, ich habe jetzt schon gebremst, zack, und er geht total in die Eisen. Also, ich stehe schon. Hört ja auch. Jetzt gehe ich in die Eisen. Zack. Und bam. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Oder machen wollte. Der so langsam da war. Ja. Das hat mir natürlich das Rennen total versaut. Aber, muss halt, ist wie es ist. Dritter Platz ist immer noch gut. Alles okay soweit. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich hat. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick da. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, also Vettel werden wir auf keinen Fall mehr schlagen können. Es sind nur zwei Rennen mit 50 Punkten, also da kommen wir nicht mal an. Keine Chance. Also Platz 4 war aber auch das Ziel. Das man in uns gesetzt hat, also das Team in mich gesetzt hat quasi. So, schauen wir uns mal die Punkte an. So, das nächste Rennen ist Brasilien, da freue ich mich schon drauf. Ist auch eine sehr coole Strecke. Aber leider ist die Meisterschaft ja schon. Oh, Vertragsereignis. Aber dein Vertrag wird wohl aufgelöst. Oh oh. Ja, danke, danke. Danke, Ferrari. Tja. So, Teamwechsel. Durch deinen kürzlichen Rausschuss bei Scuderia Ferrari sind deine Karriereoptionen stark eingeschränkt. Aber Sauber F1-Team ist der Meinung, dass du noch etwas zu bieten hast. So. Und ist bereit, dir eine Chance zu geben. Willst du das Angebot annehmen oder deine Fahrerhandschuhe an den Nagel hängen und aus der F1 ausschreiben? Ja, das ist natürlich alles andere als glücklich gelaufen. Da schmeißt man mich einfach aus. Das ist ja unfassbar. So. Naja, immer, würde sagen, wir wollen natürlich nicht unsere Karriere nicht beenden. Wir wollen natürlich noch weiterfahren. Dann fahren wir halt gegen Ferrari und machen sie platt. Wir nehmen das Angebot an. So. Was heißt das jetzt? Sitzt die WM für uns vorbei oder fahren wir das nächste Rennen jetzt einfach für sauber? Ich glaube, wir fahren das nächste Rennen dann für sauber einfach. Ist denn sauber überhaupt? Boah, letzten Platz. Das wird natürlich richtig schwer. Aber interessant. Gut, dann werden wir sehen, was das nächste Rennen sein wird. Können wir mal schauen. Also, ob wir jetzt Brasilien fahren dürfen oder nicht. Errungenschaft haben wir auch freigeschaltet. Entschlossen und Wanderlust. Na, gewollt nicht. Das Wandern. So. Ich werde mich mit dem Fahrer unterhalten. Kannst du die technischen Daten für mich abrufen? Okay? Danke. Ich habe auch mit dem Team gesprochen. Sie wollen alle sofort loslegen und die Anlage ist vielversprechend. Na ja, ist von Ferrari mitgegangen oder was? So, neues Team. Wenn dein Team wechselt, werden deine Ressourcenpunkte und Teampunkte zurückgesetzt. Du kannst so ein frisches Abenteuer deiner F1-Karriere beginnen. Achtung, durch einen Teamwechsel werden andere Ressourcenpunkte
Ressourcenpunkte verloren und das in Deutsch. Achtung, sogar ein Teamwechsel, werden alle Ressourcenpunkte verloren. Aha. Gutes Deutsch, Jungs. So, das war natürlich klar. Ressourcenpunkte, das war nur für Ferrari. Die kann ich natürlich nicht einkassieren. So, gucken wir mal hier auf dem Laptop, wo wir jetzt stehen. Forschung und Entwicklung sind wir, oh, das letzte Team sind wir. Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, das wird interessant. Sehr interessant. Könnt euch, glaube ich, aufs nächste Rennen freuen. Bin sehr gespannt, was wir da reißen werden. Ja, also bleibt spannend auf jeden Fall. Und ich würde sagen, oder ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer könnt ihr mir gerne ein Abo, Kommentar oder ein Like da lassen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis denn. Ciao.